Das Kind spielte und sah einen Mann stehen. »Mama«, sagte das Kind. Die Mutter: »Ja.« »Mama, da steht ein Mann.« »Ja.« »Mama, da steht ein Mann.« »Ja.« »Mama, da steht ein Mann.« »Wo steht ein Mann?« »Mama, da steht ein Mann.« »Ach was?« »Mama, da steht ein Mann.« »Lass doch den Mann stehen.« »Mama, da steht ein Mann.« Die Mutter kommt. Tatsächlich steht da ein Mann. Merkwürdig. Was mag der da wohl zu stehen haben? Es kommt jemand vorbei. »Herr Nachbar, kommen Sie mal. Da steht ein Mann.« »Was ist los?« »Da steht ein Mann.« »Wieso?« »Da steht ein Mann.« Der Nachbar kommt. Tatsächlich steht da ein Mann. Es kommen Leute vorbei. Es bildet sich eine Gruppe von Leuten um den Mann. Fragen werden laut wie: »Warum steht der Mann da? Weshalb steht der Mann da? Wo steht denn ein Mann? Mann, warum stehen Sie? Herr, weshalb stehen Sie?« Der Mann steht. Inzwischen kommt Herr Dr. Leopold Feuerhake vorbei. Herr Dr. Leopold bahnt sich einen Weg durch die Menge. Er will doch den Mann mal stehen sehen. Nun erwächst nur die eine, allerdings nicht ganz unwichtige Frage, warum denn der Mann da steht. »Das Einfachste wird sein«, sagt darauf der Doktor, »ich frage den Mann selbst. Mein Herr, warum stehen Sie eigentlich da?« Der Mann steht. »Mein Herr, aus welchem Grunde stehen Sie eigentlich da?« Der Mann steht. »Mein Herr, ich frage Sie zum dritten Male, weshalb stehen Sie eigentlich da?« Der Mann steht. »Antworten Sie!« Der Mann steht. »Herr, ich begreife nicht, was Sie hier eigentlich zu stehen haben.« Herr Dr. Feuerhake ist nämlich vom Beruf aus Kritiker. Der Doktorredakteur wollte wieder etwas sagen, aber da fühlte seine Frau Gemahlin, dass sie etwas sagen musste. »Dieser Mann«, sagte sie, »dieser Mann ist ein Lümmel.« Plötzlich sagte Alves Besenstiel: »Ihr Leute, hört auf mich. Seht diesen Mann an. Dieser Mann fordert euch heraus. Dieser Mann, der hier steht, steht hier. Der Mann, der euch herausfordert, steht hier. Der Mann, der hier steht, fordert euch heraus. Der Mann, der hier steht, steht hier. Der Mann, der euch herausfordert, fordert euch heraus. Das kommt aber einer Herausforderung gleich. Oder denkt ihr etwa, der Mann stände hier bloß zum Spaß? Oh nein, zum Spaß steht niemand nirgends. Dieser Mann hat eine Absicht, wenn er hier steht. Seht ihn an, wie er hier steht. So steht keiner ohne Absicht. Aber was wird seine Absicht sein? Oh, ihr einfältigen Toren, ihr könnt natürlich den Schwindel nicht durchschauen. Aber ich weiß, welche Absicht er hat. Ich kenne diese Art Menschen. Der Mann ist ein Verführer des Volkes. Bravo, jubelte die Menge. Du bist belogen, Volk. Du wirst belogen, Volk. Dein Los ist Lüge. Bravo, jubelte die Menge. Da geschah das Unerhörte. Langsam und mit der Ruhe einer vollkommenen Maschine ging der Mann, freundlich nach allen Seiten grüßend, aber nicht mit den Beamten, sondern in entgegengesetzter Richtung. Die Weiber kreischen, die Männer staunen Bäume, die Kinder liefen Schrei. In kurzer Zeit bot der Schauplatz der Handlung ganz deutlich das Bild einer gewaltigen Explosion. Wie der Pulverturm platzt durch den zündenden Funken, so liefen die Leute wie von einer plötzlichen Panik ergriffen nach allen Seiten auseinander. Tumult, Jagd, Entsetzen, wilde Flucht. Ein mit Ziegenböckchen bespannter, buckliger Jüngling aber lief mit einer elektrischen Schelle durch die Straßen von Revern und rief: »Außerordentliche Sitzung des Parlamentes! Außerordentliche Sitzung des Parlamentes! Es handelt sich um nichts Geringeres als um den Ausbruch der großen, glorreichen Revolution!«